Willkommen zu einem neuen Part Miitopia. Mit mir, dem Zwergenfürst, und dort meinem Kumpanen Winnetz Minetzplay, der jetzt auch mit im Team dabei ist. Gleich mal gepackt. Hey, Jan, ist okay. Svegi hat Greeny aufgeholfen. Dankeschön. Greeny ist ihm dankbar. Jo. Ein neues Teammitglied haben wir im letzten Part dazu bekommen. Das ist der liebe Greeny. Und heute wagen wir uns an den Kampf gegen ein Monster, um das Gesicht von Ungespielt zurückzuholen. Mal sehen, wo wir den finden. Den Ungespielt. In welchem Monster er so kleben wird. Und vielleicht, eventuell, kriegen wir heute noch ein Teammitglied dazu. Nur ein paar Kratzer. Und weiter. Greeny erreicht Level 2. Level Up für Greeny. Hurra! Und weiter. Sind wir bald im Gasthaus? Ich denke nein, vorher kommt noch ein Kampf. Mal sehen, was heute im Part so alles uns erwartet. Ob das Gesicht von Unge hier irgendwo ist. Es müsste dann irgendeinem Monster kleben, richtig? Wer weiß. Lass uns weiter suchen. Hoffentlich findet es uns nicht zuerst. Naja, dann ist es ja da. Dann können wir ja kämpfen, wenn es uns gefunden hat. Haben wir ein Spiel an. Ist zu schnell dieser Text hier. Und was haben wir da? Oha! Das Gesicht von Unge. Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Ein Falter! Ein Ungefalter! Oh, ja, das passt. Ungefalter. Und demnächst ein Let's Play namens Ungeflogen. Das ist dann der Flugzeugsimulator, wo der Ungefalter durch die Lüfte fliegt. Mit dem Flugzeug. Alles klar. Ist dann Ungeflogen. Die Macht des Horst. HP-Steuer aktiviert. Nutze dieses mysteriöse Streu, um die HP eines Mii-Charakters zu regenerieren. Du hast eine neue Kraft erlangt. Gehen dir im Kampf die HP aus. Hast du so gut wie verloren. Nutze also lieber den HP-Streuer, bevor du zu Boden gehst. Doch vorsichtig, der Streuer kann nur begrenzt eingesetzt werden. Setz ihn also mit Bedacht ein. Ho, 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 ho. Und dann machen wir das mal. So, mal sofort wieder komplett verbraucht den HP-Streuer. So, haben wir die HP, den Balken dort, den ihr seht, den gelben Balken, wieder aufgefüllt. Ungefalter dürfte bald besiegt sein. Jo, jetzt haben wir ihn super gerettet und besiegt. Danke. Ungerettet. Oh, das ist ungeheuer. Auch ein neuer schöner Begriff, ungerettet. Du merkst die Unge, falls du mal das Spiel guckst. Hier, das Let's Play. Könnte ja sein, irgendwann, in ein paar Jahren. Kommt vor. Gasthaus gefunden. Vielleicht reagiert er mal darauf. Im Unge geklickt. Und das wäre peinlich. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Nimm schon. Svegi erhält ein Geschenk von Greeny. Was für mich? Ein Federkiel. Oh, wie schön. Svegi freut sich. Nächste Beziehung. Doga. Flüchtige Bekannte sind sie jetzt. Angeben gelernt. Füge Feinden extra Schaden zu und beeindrucke deinen.
bringen wir dem Ungespielt hier mal sein Gesicht zurück, damit er wieder Streams machen kann. Die hast du. Und zack. Die zack. Batz. Da hat er es wieder. Da freut er sich. Puh. Oh, mein Gesicht ist wieder zurück. Puh, da bin ich aber erleichtert. Mein Gesicht einfach zu einem Monster zu verpassen. Wer kommt nur auf sowas? Danke jedenfalls. 200 Gold. Ich nenne es mal einfach Gold. Scheint, das G könnte zu viel Gold stehen, ja. Scheint mir so. So, den Smurf, die haben wir schon gerettet. Den Ungespielt. Wen retten wir jetzt als nächstes? Bibi? Nee, den lassen wir noch ein bisschen. Robert, du musst mal wieder Filmkritiken machen. Da finden wir ihn also. Dann mal los. Oh, wen haben wir denn da? Wer wartet denn da auf uns? Nintendo-Fan Let's Play Markus. Manchmal sind die Amiibo-Expeditionen schon ziemlich anstrengend. Aber ich werde immer mehr zur Expertin. Expertin? Okay, Let's Play Markus hat jetzt das Geschlecht gewechselt. Ein bisschen wie schadet nie. Naja. Kann ja sein. Ich kann mich nur nicht entscheiden, welches Amiibo mir am besten gefällt. Aber erstmal hallo. Hast du irgendein Amiibo dabei, das du mir zeigen kannst? Nee, ich habe leider kein Amiibo. Ich besitze es nicht. Dafür braucht man auch dieses NFC-Lesegerät für den 3DS, damit man da irgendwie ein Amiibo lesen kann. Und ich hatte bisher noch nicht wirklich ein Spiel, wofür es sich gelohnt hat, ein Amiibo zu kaufen. Und ja, vielleicht werde ich es irgendwann mal hier machen und mich mal zeigen, wie das läuft mit einem Amiibo. Da mal ein Amiibo draufsetzen und es gibt, glaube ich, da lediglich nur ein Kostüm für die Mies. Also das Einzige, was man damit kriegt, ist Kostüme. Aber ja, kann es mal ausprobieren, wenn ich ein richtig nices, tolles Zwergen-Amiibo finde. Gibt es, glaube ich, nicht. Aber egal, wenn ich irgendein schönes Amiibo finde, können wir das vielleicht mal versuchen. Ich bin am Überlegen. Ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, dafür Geld auszugeben, aber momentan habe ich keins. Kann ich dir leider keins zeigen. Aber wenn du eins hast, sagst du mir Bescheid, ja? Ja, Markus, das tue ich bestimmt. Ich zeige dir meinen Amiibus, falls ich mal welche haben sollte. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann meine Switch und dann Nintendo Switch. Gibt es da Spiele für Amiibo? Weiß nicht. Ich finde Amiibo generell, ja. Die haben jetzt keine wesentliche Funktion, die es irgendwie in einem Spiel weiterhilft. Also ist ja generell eigentlich immer nur dazu da, irgendwie was auszuschmücken, halt irgendwie ein bisschen auszuhelfen. Daher, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dafür Geld ausgeben will. Da spare ich lieber für was anderes, für eine Switch oder einen PC. Nur was anderes. Oh, rennen können wir auch. Guck mal, die Wolke da sieht aus wie ein Schleimgelee. Sieht für mich eher aus nach Koboldschinken. Ich habe Hunger. Entsetzlich nur Hunger. Na denn. Hachi. Gesundheit. Jetzt mich nicht. Okay. Hachi ist also Hetzen. Oh, jetzt geht's nach oben und nach unten. Für harte oder für zarte? Ja, wir sind auch ganz zart hier. Das ist ganz neu für uns, dieses Let's Play. Also gehen wir mal unten. Unten links ist für zarte hier. Also wir sind auch ganz zarte, kleine Anfänger hier. Dann müssen wir uns noch nicht einen harten Weg gönnen. Ja! So, die kriegen wir aber besiegt. Wäre ja gelacht, wenn nicht. So, zack. Auf die Rübe. Haut den Schurken auf die Gurken. Ja, das ist geklaut. Und zack. Den einen haben wir schon. 12er haben wir schon besiegt. Oh, hey. Und Attacke. Und da wär's.
besiegt. Naja, das letzte Monster haben wir jetzt nicht besiegt. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das letzte Monster besiegt haben. Da kommen noch einige Monster auf uns zu in diesem Let's Play. Das könnt ihr mir glauben. Wir sind schon ein tolles Team. Ein Team zu zweit. Naja, was weiß ich. Was, ich glaube eher nicht. Ich habe keine Worte mehr, das ist scheußlich. Und was trinkst du denn auch in einer Flasche, wie die auf dem Boden liegt? Und einfach in der Wildnis rumliegt. Was haben wir hier? Einen alten Falter. Alter Falter, ist das ein alter Falter. Na denn. Funk! Besiegt. Na, das ging schnell. Sauber abgeräumt. Falter Honig bekommen. Und weiter durch die Weltgeschichte spaziert. Und komplett random Kommentare abgegeben. Na, ich alleine hier. Oh, wer ist da? Ach, sieh mal an, wen wir da haben. Du hast nicht auf meiner Gästeliste gestanden. Dunkler Fürst Julian. Bald wirst du keine Gästeliste mehr lesen können. Der hat mir gefallen. Wenn dir nach einer Party zumute ist, lass uns tanzen. Was macht der da? Ein riesiger Kugelblitz. Was soll das? Nein, Hilfe, nein, nicht. Aufhören, sofort. Wer wagt es? Wer kommt da? Du bist also der berühmt-berüchtigte dunkle Fürst. Jetzt ist Schluss mit deinen Missetaten. Dafür werde ich sorgen, großer, weiser Grunk. Hör mal, das hier war eigentlich eine Privatparty. Gut, dieses Mal lasse ich dich laufen. Aber nur dieses Mal. Und atmen. Hallo. Mein Name ist Gronk. Ich bin ein wandernder Magier. Ich bin Zwergi. Erzähl. Ich erzähle meine Geschichte. Aha, verstehe. Du machst also Jagd auf den dunklen Fürsten, ja? Schon, aber... Aber du fühlst dich nicht genug gewappnet. Ja. Ich spüre eine mysteriöse Kraft in dir. Im Moment ist sie noch nicht sehr ausgeprägt. Aber auf deiner weiteren Reise wird sie wachsen. Setz deinen Weg fort in aller Entschlossenheit. Verstanden? Wenn uns das Schicksal heult ist, sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Musik im Hintergrund. Und wir sind zu dritt. Dann mal weiter, setzen wir die Reise fort. Hey, hau! Nicht schon wieder. Solche random Kommentare hier. Logo. Wie der große weise Grunk wohl so ist. Coole Sprüche hat er jedenfalls drauf. Jetzt ist Schluss mit deinen Missetaten. Dafür werde ich sorgen. Selbst der dunkle Fürst Julian konnte nichts dagegen anstellen. Echt cool, echt cool. Ob man wohl seltene Leckereien findet. Oh, wieder eine Weggabelung. Wir gehen Richtung Gesicht. Wir müssen ein weiteres Gesicht retten. Wir haben eine Quest zu erledigen. Unsere wilde Monster tauchen auf. Cumulus A und Cumulus B. Na dann. Attacke. Stimmt, Blackie ist ja Level 1. Oh, das ist nicht so gut für den Kampf. Da müssen wir noch Level 2 werden. Müssen wir sie noch ein bisschen trainieren. Vielleicht kriegt sie ja von diesem Kampf was ab. An Erfahrungspunkten. Steigt dann im Level. Das wäre natürlich gut. Wenn sie auf dem gleichen Level wie wir sind. Und Greenie. Fehlschlag. Ach Mensch. Zwergi ist wieder verträumt hier. Hauptsache du triffst jemanden, Zwergi. Du kannst dir gerne verträumt sein. Du kannst gerne wen anders treffen. Es gibt ja nur zwei Gegner. Hauptsache einer davon wird getroffen. Daneben treffen gibt es hier nicht. Nix da. So, die eine Cumulus haben wir besiegt. 15 haben wir schon gerettet. Hui,
gerettet. 16. Geschafft. Grüni und Co. waren siegreich. Und Erfahrungspunkte für Blackie. Level Up für Zwergi. Sprunghieb gelernt. Level Up für Grüni. Fiese Falle gelernt. Stell eine Falle vor dir auf, sodass gegnerischer Angriff aufhält. Neue Attacke für Blackie. Grill einen einzelnen Gegner mit Feuer. Magie. Bonus ERF, die kriegt natürlich Blackie. Die ist erst Level 2, wie alle Level 3. Die hast du. 52 Gold. Und weiter geht's. Vielleicht finden wir hier irgendwo im Busch ein viertes Teammitglied. Versteckt ihr euch auch nicht auch irgendwie immer im Gras, im Busch, in der Wildnis und wartet auf ein vorbeiziehendes Team? Tolles Wetter für ein neues Abenteuer. Ja, das Wetter ist echt spitze. Wohin wollen wir als erstes gehen? Ich kann nicht mehr lesen. Nach Hause. Was? Hör mal, wir sind Abenteurer. Also, ist klar. Müssen Stream beginnen. Wir sind aber hier im Abenteuer. Pause. Gibt's nicht. Attacke, erste aktive Aktion. Überstürzen. Okay, überstürzen klingt nicht so toll. Normalerweise nicht so toll. Und da packt er sich gleich. Na toll. Sprunghieb. Testen wir gleich mal. Will Frau Gini angeben. Neue Technik. Sprunghieb. Attacke. Oha, das sieht aber viel MP ab. Die Macht des Horst. MP-Streuer aktiviert. Nutzt die mysteriöse Streuer, um Magie und so weiter. Magiepunkte auf. So. Ohne MP kannst du Techniken und Magie nicht einsetzen. Behalte in Kämpfen also stets die MP-Anzeige im Auge. Und falls dir noch doch mal die MP ausgehen, nutze den MP-Streuer. Aber geh sparsam mit ihm um. Ho, 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 ho. Streu, mir geheilt die MP. Wir haben noch 5 MP. Okay. Ja. 5 MP. Und dann reicht erstmal. Ich schreibe mal eine ganze Attacke. Also einmal können wir was einsetzen. Und dann einmal MP-Steuer für einen einsetzen. Und dann ist natürlich auch. Blacky kann scheinbar zweimal. Okay. Entwischt. So, ich will auch mal Sprunghieb. 5 MP braucht das. Ist dann alles sofort alle. Aber dafür ist es ein One-Hit. Kill. Mit Sprunghieb. Scheint es zumindest hier vielleicht bei den leichteren Gegnern. Erstmal und dann später nicht so. Mal sehen, was wird. So. Attacke. Cumulus besiegt. 20 gerettet. Zwergi und Co. waren siegreich. Naja, einfach. Vulkanwatte. Und weiter geht's. Aua, ein Stein im Schuh. Bini darf das nicht erfahren. Was darf Bini nicht erfahren? Er läuft neben dir. Es wird schwer, ihm das nicht zu verraten. Eine Truhe, was da wohl drin sein mag. Ein Teammitglied. Das wär's. 3 Spielscheine erhalten. Okay. Kann man auch mal gebrauchen. Na denn. Ein Gasthaus gefunden. Tada. Gasthaus. Kommt jetzt wohl hier öfters. Nächste Beziehung für Grini und Zwergi. Flüchtige Bekannte. Warnen gelernt. Warne einen Freund, der dadurch einen Angriff ausweichen kann. Da ist jemand an der Tür. Oha. Jemand will sich dir anschließen. Da haben wir Blackie die zweite, Popstar. Okay. Uff, puh, endlich geschafft. Tut mir leid, ich bin spät dran. Ich bin Black Metal Fan Lisa, ein Popstar. Ich singe nur Metal-Lieder. Ich spiele nur Metal-Lieder vor Black Metal. Wenn du Pop-Musik von mir hören willst, da bist du hier falsch am Platz. Ich werde zwar ein Popstar genannt, aber bei mir gibt es nur Black Metal. Ich werde mein Bestes geben. Blackie 2 hat sich dir angeschlossen. Die beiden Blackies mal
zueinander. So, dann würde ich mal sagen, ja, reicht erstmal für den zweiten Part hier. Wir haben unser Team vervierfacht. Wir haben jetzt doppelt so viele Teammitglieder, also nicht vervierfacht, sondern eigentlich verdoppelt. Wir haben jetzt 4 Mitglieder im Team. So, 2 Blackies. Mal sehen, was mit denen so die nächste Zeit passieren wird. Und ja, gebt in diesem Video einen Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr auf meinem Kanal verpassen wollt. Ja, ansonsten gehabt euch wohl und haut drinne bis zum nächsten Part. Wenn es dann wieder heißt, Meetopia mit dem Zwergenfürst. Haut drinne.